Heute legen wir mal die Brille der Esoterik weg. Unser Herz funktioniert mit Hämoglobin. Und Hämoglobin muss transportiert werden. In dem Hämoglobin ist Häm. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu Häm-Eisen, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das oben. Und das Molekül, und in diesem Molekül, dem Häm, ist etwas enthalten, was die meisten von euch kennen, was wir alle wissen, dass essentiell ist, das ist Eisen. Und das hier drin ist ein Eisenion. Dieses Eisenion ist absolut essentiell. Warum? Es bindet den Sauerstoff. Und ja, wie ihr alle wisst, Sauerstoff für uns absolut ja, notwendig, sonst könnten wir überhaupt nicht leben. Aber wie entsteht denn eigentlich Eisen? Wo kommt denn das Eisen her? Und da kommen wir zu dem Punkt, warum ja, die Esoterik, die sagt ja immer so, wir sind alle verbunden miteinander, wir sind irgendwie immer alles eins. Ne? Also der Rüdiger und der Olaf, der ist eins mit mir. Na, ich bin einzigartig, ich bin losgelöst von allem. Ja, das so. Und die Esoterik, ne? Aber wo kommt denn das Eisen eigentlich her und wie entsteht überhaupt Eisen? Und das ist ganz interessant, weil ihr kennt ja alle den Prozess, oder heißt vielleicht nicht alle, aber dann lernt ihr das jetzt kennen. Also, das ist so ein Prozess von Sternen im All. So, die sind ganz klein, werden immer größer und also die Masse wird immer größer und irgendwann entsteht eine Supernova. Wir kennen das alle. Das ist dann halt, wenn sich dann wieder die Sterne auflösen und zwischen neue Sterne bilden. Wie bilden sich die Sterne? Der Prozess ist dann so, dass dann aus den Gasen hier, die dann sozusagen immer näher dann zusammenrücken, bilden sich dann wieder neue Sterne. Das passiert sozusagen, indem die auch die Galaxien kollidieren, so nennt man das. Und in diesem Prozess, das heißt, das massereiche Sterne, das Supernova, dass sie dann sozusagen die Supernova kommt und dass dann wieder neue Galaxien durch das Galaxien kollidieren, wieder neue Sterne entstehen. Nur durch diesen Prozess im Universum entsteht Eisen. Sonst gibt es kein Eisen. Eisen entsteht nur durch diesen Prozess. Interessant. Interessant, wenn man mal überlegt, dass wenn wir sagen, ja, wir sind losgelöst und sowas, wir sind alle, das ist nur das Erste, kommt noch mehr, ja. dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja? Faszinierend. So, kommen wir mal zur Atmung. Ja? Wir wissen alle, wir atmen. Das ist unsere Lunge. Und man muss sich mal vorstellen, dass das Leben, was wir heute kennen auf der Erde, das war vor 3 Milliarden Jahren da überhaupt nicht dran zu denken. Und warum war daran nicht zu denken? Weil da überhaupt noch kein Sauerstoff existiert. Und da gab es vor 3 Milliarden Jahren, da gab es nur, oder was heißt, da gab es vor allem die uns ja heute interessieren jetzt, die Cyanobakterien. Und diese Cyanobakterien, die haben etwas gemacht, was wir heute auch noch kennen. Und das nennt sich Photosynthese. Photosynthese. Das heißt, diese Cyanobakterien haben die Photosynthese gemacht und haben dann aus Kohlendioxid Sauerstoff gebildet. Und das hat sich dann über den gesamten Planeten quasi ausgebreitet. Das heißt, unser ganzer Planet wurde dann von dem Sauerstoff immer mehr. Und irgendwann hat sich dann die Ozonschicht gebildet. Die meisten kennen das, Ozonschicht, ne? Weltuntergangsszenario, Ozonschicht geht bald weg und Erderwärmung, genau das. Das wurde von den Cyanobakterien gebildet. Und erst dann, wo die Ozonschicht gebildet war, konnte man von dem Leben, wie wir das heute kennen, also mehrzelliges Leben, konnte dann entstehen. Und dann wurde das Wasser bevölkert. Das war das Erste. Ja? Da war doch auch immer auf der Erde oder gar nichts. Durch den ganzen Sauerstoff wurde dann im Wasser wurde immer mehr Leben gebildet. Und das ging dann irgendwann, kam man dann auch
auf Land, das Land. Und da wurden wir auch und das Leben, erstmal kleinere Lebewesen und dann größer, ist alles immer weiter explodiert. So, das durch den Sauerstoff. Erst das Wasser, dann die Erde, als erstes natürlich Pflanzen, dann Tiere. So. Und wo sind dann eigentlich die Cyanobakterien hingegangen in der Zeit? Oder was ist jetzt mit den Cyanobakterien? Wo sind die Cyanobakterien eigentlich, die durch ihre Photosynthese die Ozonschicht gebildet haben, das Leben ermöglicht haben im Wasser und dann auf Erde? Wo sind diese wichtigen Bakterien eigentlich heutzutage? Und diese wichtigen Bakterien sind quasi immer noch da. Und zwar in den Pflanzen. Die sind quasi von den Pflanzen annektiert, gefressen, wie man es mal ausdrücken will, unwissenschaftlich natürlich. Ja, und das sind die Chloroplasten. Die Chloroplasten ist quasi das Äquivalent zu den Cyanobakterien. Diese Chloroplasten bilden aus Kohlendioxid per Photosynthese Sauerstoff und sind damit, und dann kommen wir zu einem ganz essentiellen Punkt, und wenn ihr das hierhin durchgehalten habt, dann werdet ihr jetzt gleich ein Aha-Erlebnis haben. Das wird sehr, sehr interessant. Also, das ist die Weltlunge. Sag mal, die Weltlunge oder die Lunge unserer Erde. So. Und diese Pflanzen, die sind ein Teil der Lunge. Und der andere Teil der Lunge, das sind wir Menschen. Weil die Pflanzen das Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff ausatmen. Und wir atmen den Sauerstoff ein, das ist die andere Hälfte der Lunge, und atmen das Kohlendioxid aus. Das heißt, das ist ja so ein Kreislauf zwischen Pflanzen und Erde. So, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Stellt euch vor, ihr seid vor 3 Milliarden Jahren ein Cyanobakterium gewesen. Vor 3 Milliarden Jahren wart ihr so ein Cyanobakterium. Ihr habt, weiß gar nicht mehr wie lange, aber ich glaube so 2,5 Tage gelebt. Und die Welt, wo ihr geboren worden seid, war quasi genauso wie die Welt, wo ihr gestorben seid. Und ihr denkt als Cyanobakterium, analog vieler Menschen jetzt, die Welt ist aber genauso geblieben. Und es macht alles keinen Sinn. Und ich bin jetzt tot. Mich gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe überhaupt keinen Einfluss gehabt. Und das war ein kleines Cyanobakterium. Ne? Also von der Größe her, damit ihr wisst, was ich meine. Ne? Ihr seid ein Mensch. Und das hat keinen Einfluss gehabt. Ihr habt keinen Einfluss, ob ich gelebt oder nicht gelebt habe. Aber durch die Cyanobakterien ist es überhaupt möglich geworden, dass aus dieser Erde in diesem Prozess überhaupt Leben ermöglicht wurde. Das waren nur die Cyanobakterien. Nur dadurch war Leben möglich. Aber das hat das Cyanobakterium nicht realisiert. Und genauso realisieren das viele Menschen nicht. Das Cyanobakterium ist ein Punkt des großen Kreislaufes gewesen. Ohne das hätte all die wunderschöne grüne Erde, auf der wir heute leben, überhaupt nicht existieren können. Und viele Menschen, und von euch, das weiß ich, aus unzähligen Kontakten mit euch über Mail, über Facebook und auch in den Kommentaren, ist es immer wieder zu sehen, dass man so eine Einstellung hat, ach, wir Menschen, wir können doch gar nichts. Ne? Das Cyanobakterien, selbst das, dieses kleine Bakterium, das hat was bewegt, was Unglaubliches bewegt. Und was denkt ihr, was ihr als Mensch für einen Einfluss haben könnt auf die Welt? Vielleicht für euch nicht überblickbar in eurem Korridor, wo ihr seid, in eurer Bewusstheit. Aber wenn man in 10.000 Jahren auf die Erde guckt und dann sieht, hey, die Menschen von damals, die haben das und das getan. Überlegt mal, was wir heute, wenn wir ein paar hundert Jahre zurück, wenn wir ein paar hundert Jahre zurückdenken, wie die Menschheit sich entwickelt hat, wo wir sagen, hey, das war wichtig, der war wichtig und so viel, obwohl die das damals gar nicht realisiert haben. Und das ist alles hier ein großer Kreislauf. Wir wissen nicht, in welchem Teil vom Kreislauf wir sind und was wir erreichen in unserer Wahrnehmung. Wir wissen schon, was wir erreichen, gemessen an dem, was unsere Bewusstheit ist, aber doch nicht an dem, was das für die gesamte Welt bedeutet. Und das ist die wahre Bedeutung unserer Existenz. Das ist es, der große Transformationsprozess des Universums. Ihr als Mensch alleine losgelöst seid unbedeutend. Ihr könnt eurem Leben einen Sinn geben, wenn ihr wollt, aber den erfüllt ihr dann oder erfüllt ihr eben nicht und seid unzufrieden oder zufrieden. Aber ihr habt einen
viel, viel größeren Einfluss auf das, was wirklich zählt, und das ist das Universum. Und das müsst ihr begreifen. Und das ist es, wenn Spirituelle zu euch sagen, alles ist eins und wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Und auch über die Zeit, über die Jahre, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, ne, entstehen Dinge. Und da sind wir ein Prozess dessen. Auch wenn wir unser Ego sich da sträubt und sagt, nee, ich bin jetzt nur ich. Ohne das Cyanobakterien hätte es die ganze Welt nicht gegeben, hätte es dich nicht gegeben. Und ohne dich würde es andere Dinge nicht geben, was du vielleicht gar nicht begreifst. Ich hoffe, das gibt vielen Menschen Mut und vielen Menschen, die noch auf der Sinnsuche sind, etwas Halt, dass ihr das gar nicht begreifen müsst, wo euer Sinn besteht, sondern ihr müsst einfach sein und damit dann eben auch euren Anteil an dieser Erde, an diesem universalen Transformationsprozess, da euch, ja, da euren Anteil geben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.